Hallo YouTube, hallo Internet und willkommen zu LS15 Karte Sosnovka. Wir spielen auf der PlayStation 4. Ja, meine Anhänger hier, die machen was sie wollen, wenn das Spiel neu startet quasi. Ich weiß nicht, ob es bei euch auch so ist, aber jetzt tut sich was. Ja, Mischfutterproblem da drüben. Ich glaube, wir haben es vergeigt. Obwohl manch anderer sagt, nee, du kannst das noch einstellen. Irgendwie, das ist völlig egal. Sehe ich eigentlich nicht so. Also ich glaube schon, dass es da jetzt einfach vergeigt ist. Wir haben ein zu viel reingeschmissen und jo. Das ist echt ärgerlich. So, müssen jetzt hier noch weiter dreschen. Wo waren wir denn stehen geblieben? Da. Ja, einen anderen Drescher brauchen wir auch nochmal, ich weiß. Dann haben wir uns den Milch aber behalten, auf jeden Fall. Denke ich mal, so für die kleineren Felder ist das, glaube ich, gar nicht so schlecht. So, wir gucken jetzt mal hier rein. Ich blende jetzt nochmal die Hilfe an in den Optionen. So. Und ich verstehe das nicht so ganz, ehrlich gesagt. Er sagt jetzt unten. Achso, dafür sagt er jetzt. Wir haben jetzt 88%. Wenn ich jetzt noch Heu reinschmeiße, dann haben wir genug Heu. Aber. Also, ich glaube nicht, dass man da noch irgendwie was verändern kann am Mischverhältnis. Nee. Das ist jetzt wirklich. Oder ist es doch Mischfutter? Ich weiß es nicht. Ich finde, man kann dieses Zeichen auch irgendwie doof erkennen. Könnte ich einfach dran stehen, Mischfutter und gut. Mist. Auf jeden Fall muss die Hilfe mal wieder raus. Die stört mich hier echt extrem. So. Naja, wir gehen jetzt den Kühen und gucken mal, was sie bekommen. Na, habt ihr auch Hunger? Okay. Also aktuell haben die Kühe. Für was für Dinger kriegt man eigentlich 30 Cent? Oder kostet 30 Cent? Also doch, Kosten, ne? Okay. Kühe. Wir haben jetzt Sinage 3820. So, was haben wir jetzt? Ja, siehst du? Das war jetzt reine Silage, die reingeschmissen. Ah, Mist, ey. Schon ärgerlich. Naja. Also nochmal das Ganze. Von jedem ein und mehr nicht. Habe ich überhaupt noch einen? Synageballen? Ich glaube schon, oder? Einen habe ich noch. Aber kein Gras. Das heißt, ja gut, wir können das ja erstmal rüberholen. Dann machen wir es doch so. Ich belab mal den Anhänger hier und dann bringen wir das Zeug mit. Ich glaube, er hat den Falschen erwischt. Moment. So ist besser. Ich
Ja, soll ich den einen da schon aufladen? Na gut, komm. Und am besten wir stellen die so hochkant drauf, oder? Also nicht hochkant, so liegend. Okay. Wo man es eigentlich anders macht, glaube ich. Aber wir sind hier schon mal runtergerollt. Ah, es sieht irgendwie falsch aus. Aber es wird halten. Ja, das ist das Wichtige jetzt. Ist hier fleißig am Grubbern. So, dann zu dem nächsten Bein. Ich bin jetzt auch erst beim Überlegen, ob ich einen einzelnen nochmal rüberhole, aber es ist doch auch scheiße, wenn dann wirklich. Ich muss die ja sowieso holen. Ja, und ich glaube, es sind jetzt auch die beiden letzten hier. Von der Form her denke ich immer, müsste es ja eigentlich so richtig sein, oder? Oh ne. Oh. Das passt schon. Okay. Aufbleiben bitte. Oh, es ist jetzt sowas von unprofessionell verladen. Unprofessionell geht es ja gar nicht mehr. Wie gesagt, ich bin gespannt, ob das Ganze drauf bleibt. Wenn nicht, dann, tja. Dann ist es nicht drauf geblieben. Aber das war's, oder? Oder ist hier oben noch einer? Ich glaube nicht. Mal gucken. Doch. Da hat sich noch einer versteckt. Noch mal 4 Stück rausbekommen. Und die Wiese könnte man schon wieder mähen hier. Aber ich habe auch gesagt, ich soll bei Feld 8 nochmal gucken. Ich weiß nicht, ich weiter nicht schon mal. Noch so gut mähen. Wo unsere Wiese da unten ist schon top. Nur. Aber jetzt habe ich das natürlich so scheiße gepackt, dass es gar nicht mehr drauf passt. Weißt du was? Den alten lasse ich jetzt mal. Macht man eigentlich auch nicht, oder? Ja, aber ich muss den ja gleich eh in den Futterdingsbums schmeißen. Deswegen nehme ich den jetzt mal mit und ich will mal kurz gucken, ob die drauf bleiben. Oh, das sieht ganz gut aus. Wie ist es eigentlich mit dem Feld hier? Ich finde das auch eigentlich von der Größe sehr schön. 114.000. Weil ich finde, bevor wir jetzt wirklich dann Häcksel, bla, hin und her kaufen, bräuchten wir doch mal ein bisschen mehr Fläche einfach, oder? Kostet 129. Puh, gut, das ist recht groß, ne? Das ist natürlich auch doof mit dem kleinen Häcksel, also nehmen wir doch das Feld da hinten dann. Diese schmaleren. Zumindest glaube ich, dass sie kleiner waren.
So. Zurück zum Mischfutter. Zweiter Versuch. Noch eine Zeile drauf. Ich kenne ja noch so ein bisschen vom Misthaufen-Kram. Das ist ja eh noch nicht viel da drin, ne? Gut, dann. Rein damit. Flupp ist er weg. So, noch den Drescher abtanken. Haben wir auch. Also die Gabel gefällt mir echt gut, oder vielmehr die Dings Beilenzange. Nicht gut mitarbeiten. Und einmal Silage bitte. Samt Folie. Aber die Folie ist essbar. Also kein Problem für die Kühe. Ja, meine Folie ist wirklich essbar. Neuentwicklung. Außerdem häckselt mein Kuhn das so klein, dass es quasi atomisiert wird. Selbst wenn die nicht essbar wäre, ist sie so essbar. Das ist natürlich alles Quatsch, was ich erzähle. Glaubt mir kein Wort. So. Nicht, dass sie nachher heißt, hey. Am besten noch in der echten Landwirtschaft. Der hat das gesagt, mich verklagt und mein PC wird gefändet und ich kann dann kein YouTube mehr machen. So soll es aussehen, dieses komische Zeichen da, ne? Das ist dann Mischfutter. So, das kriegen jetzt unsere Kühe. Und die geben dann bitte 100%. Also die paar Kühe, die waren, die haben echt zu fressen, ohne Ende. So. Ah. Wollen wir mal einen Pudding fahren? Jetzt immer wieder verstauen hier und in die Halle bringen. Sorry, irgendwie husten. So. Mist. Und da meine Stimme gerade flöten geht, machen wir beim nächsten Mal weiter. YouTube. Mach's gut. Ruhig. Nein, ich lebe noch. Die nächsten Folgen kommen garantiert. Mach's gut. Ciao.